Sebastian, wie bist du bisher zufrieden mit deiner ersten WM? Ja, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt wahrscheinlich raus sind, ist es natürlich ärgerlich, gerade enttäuschend. Aber wir sind hier recht kurzfristig zusammen eingesprungen und hatten nicht viel Vorbereitungszeit. Dann ist man natürlich ja, eingespielten Teams dann in engen Situationen und einfach unterlegen. Also dann das letzte Spiel ist gegen Nicola Lupo. Das sind einfach Spieler, die regelmäßig in den Top 5 zu finden sind und das dann einfach auch dann ja, für nicht eingespieltes Team einfach schwer zu spielen. Und denkt man da jetzt noch dran, was wäre, wenn Julius dabei gewesen wäre? Oder geht es bei dir im Kopf so ab? Klar, es ist natürlich immer schön. Ich möchte natürlich so viele Turniere wie möglich mit Julius spielen. Wir sind eingespielt. Wir können uns mit solchen Leuten, wollen wir uns die nächsten 4 Jahre messen. So ist der Plan. Das ist natürlich dann die Turniere, die man nicht zusammen spielt, sind natürlich schade. Und klar, ist da wahrscheinlich dann ein bisschen mehr drin, alleine wenn man eingespielt ist. Aber da habe ich im Spiel jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Du bist ja im Spiel, um deine beste Leistung abzurufen und versuchst da an dein Limit ranzugehen. Und das habe ich heute leider einfach auch zu selten geschafft. Wie bist du sonst so einmal zufrieden mit deinem Einstieg ins Beachgeschäft auf der World Tour? War es dir schwer gefallen? Ja, man sieht viele Leute, ne? Man kommt viel rum, viele Reisen. Man darf das alles nicht, oder ich. Ja, man sollte es nicht unterschätzen. Das ist schon viel zu tun. Und ich denke, wir haben gezeigt, dass wir mit vielen Leuten mithalten können, dass wir gute Spiele abliefern können. Und dass natürlich im ersten Jahr auch nochmal ein bisschen scheiße oder ein bisschen die Formkurve nach unten geht. So, das ist dann auch genauso verständlich. So, aber wir müssen jetzt möglichst schnell versuchen, diese Wellenbewegung möglichst einzuhalten, so ein gutes Level reinzukriegen und dann, denke ich, können wir mit der ersten Saison dann, wenn wir am Ende sagen, wir haben das umgesetzt, was wir wollten, wir sind in unserem Plan so weit, wie wir sein wollen, dann können wir zufrieden sein und wir arbeiten jeden Tag hart dafür und geben jeden Tag alles und schreiben im Sport alles unter. Von daher bin ich zuversichtlich, dass es so wird.